ist das halt die Band. Es klappt es gerade. Naja, mal gucken. So viel zum Wurm. Ja, es hat sich beendet, aber super. Ich warte auf dich. Okay, ich starte mal. Dann lasse ich doch die Integritätsprüfung erstmal weg. Eigentlich müsste man sich immer einen Timer stellen oder den aktivieren, wenn man mit diesen verdammten Sitzungen und den Jobs beschäftigt ist. Was meinst du gerade? Hm? Was meinst du gerade? Nee, wie lange man braucht, um einen Job zu starten. Ach so. Dass man wirklich mal genau weiß, wie viel Prozent von der reinen Spielzeit man für diese verdammten Sitzungen benötigt. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob man das wirklich wissen will. Ja. Ich glaube, da ist es sogar ein Segen, wie unser Gedächtnis funktioniert, dass man diese eher unangenehmen Sachen sich nicht so einprägt, beziehungsweise auch, dass dann in dem Moment, wo es Spaß macht, die Zeit so gefühlt ja deutlich schneller rumgeht und dann im Nachhinein das Gefühl auch bleibt, als ob man doch eher längere Zeit Spaß hatte. Ja. Ob man sich das zerstören will, weiß ich nicht. Nee. Bist du hier schon im Spiel oder bist du noch im Ladebildschirm? Bin jetzt im Story-Modus, aber theoretisch sollte es auch möglich sein, mich jetzt schon einzuladen. Also ich starte mal erst im Story-Modus, das lädt alles schneller, als wenn du auf Online gehst. Achso, ja. Ja, perfekt, come on. Okay, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Beschrei es nicht. Du bist noch keine Ladeschnecke. Jetzt. Oh Gott. Es ist schlimmer wie hier Elfmeterschießen bei der WM oder so. Oh, da kann ich nicht mitreden. Nee? Fußball war ehrlich gesagt nie so mein Ding. Nicht? Nee. Ich sag mal so, ich schaue das jetzt auch seit fast 4 Jahren nicht mehr, aber früher so bis 2018 war ich da schon aktiv dabei. Also gucken, wer Deutschland spielt oder mein Lieblingsverein. Aber okay. Irgendwie ist Fußball nicht mehr das, was es vorher war. Okay. Hat sich das Spiel verändert oder wie? Ich würde sagen, die Mentalität von manchen Spielern. Also da ist es, sage ich mal, wichtiger, sein eigenes Gesicht auf dem Rücken zu tätowieren und keine Ahnung wie viele Millionen einzustreichen und dann, keine Ahnung, kriegt man es trotzdem nicht hin, ordentlich zu spielen. Oh. Das ist halt... Das hört sich ein bisschen ähnlich an wie bei Rocket League. Das ist ja Autofußball. Ja. Und da hat man auch immer wieder mal so Mitspieler, die dann irgendwie gefühlt immer einen auf den Helden machen wollen. Mhm. Noch voll im Alleingang das Ganze durch. Also, ja, Teamplay schwierig ist. Ja. Und eigentlich, ja, da kann man auch am besten sein, wenn man richtig ordentlich im Team spielt. Rocket League habe ich nie so richtig angeschaut. Ist es so 1-1 oder kannst du dann auch so 2-2 machen? Auch 3-3. Also normal Autofußball oder es gibt auch immer wieder mal so Spezialmodis wie zur Winterzeit konnte man auch statt Autofußball konnte man Auto-Hockey spielen. Achso, statt okay. diesem großen Ball war dann da so ein großer Hockey-Puck. Achso, okay. Oder es gibt halt auch Körbespiel, dann ist das so wie halt Basketball in XXL und mit Autos. Okay, cool. Und bist du jetzt eigentlich gerade im Spiel beim Ladebildschirm noch, oder? Ja. Ja. Jetzt. Jetzt solltest du mich auch sehen können. Warte. Beigetreten. Halleluja. Halleluja. Munition kaufen 250.000.
Nee, alles gut, alles gut. Ich wundere mich nur gerade. Ach so, okay. 250. Selbst wenn, da müsste doch alles leer geschossen sein. Ja, ja. Das war gar niemals der Fall. Hä? Stand das gerade bei dir? Ja. Krass. Munition für alle kaufen, das meint ja für alle Waffen, die man hat. Stand 250.000. Naja. Wer hat, der hat, ne? Und wer kann, der kann. So, mal gucken, wie weit wir jetzt kommen. Und ich gucke gerade in das Menü rein. Man kann ja auch Munition übers Menü kaufen. Da gibt es ja auch den Punkt alle, sodass man einfach alle füllen Stimmt, kann. Stimmt, ja. Da steht es voll. Also die 250.000 wäre gerade einfach verschenkt gewesen. Hä? Okay. Gut, dann sollte man vielleicht nicht unbedingt Munition für alle in dem Menü kaufen. Aber ist ja trotzdem komisch. Also die Online-Verbindung ist auch wieder top, ne? Bei mir bist du gerade ja komplett irgendwo gegengeknallt und ja, jetzt sehe ich dich wieder fahren. Oh. Okay, magst du dann vielleicht erstmal eben so. Das Fahren überlegen? Ach so. Ich würde dann gerne bei mir eben was nachgucken. Ach so, okay. Eben Taskmanager aufmachen, gucken, wie das Internet aussieht. Ach so, ich meine, also es ist lustig, ne? So. Wenn du gegen irgendwas knallst, ich frage mich, was macht er da eigentlich? Und dann kommt die Sekunde später und ich so, ach so, okay, Internet. Ich finde die Reactions von dir in deinen Videos dann auch immer richtig witzig. So, hä? So, na, hä, spürst du gerade wirklich ab? Ist das dein Plan, Digga? Und nächsten Moment, ach nee. Ach ja, warte. Ich bin wieder ganz woanders. Ja, aber mir sieht es gerade nicht so dufte mit dem Internet aus. Nee. Aber dann müsste es ja eigentlich. Aber dann müsste es ja eigentlich bei dir hängen, oder? Und nicht bei mir. Oder habe ich da gerade einen Denkfehler? Nein, dann ist es beidseitig. Ach so. Weil dann werden ja die Daten verzögert mit dem Server kommuniziert. Ja. Ah, ja, stimmt, ja. Also du gibst mir sozusagen was von deinem schlechten Internet ab. So. Also das, was dann bezogen ist auf meinen Charakter, ne? Ach so, oder meine Fahrzeuge oder so. Genau, also alles, was an Daten von mir zum Server kommuniziert wird, das ist verzögert. Okay. Aber alles, was halt von dir ist, oder hauptsächlich läuft das Game ja auf dem eigenen Rechner. Es wird ja kaum was mit dem Server kommuniziert. Ja. Das ist ja nur so sowas wie der Aufenthalt. Wo gerade ein Spieler sich befindet, was gerade ein Spieler macht. Aber diese ganzen NPCs und so, das läuft ja alles auf dem PC. Ach so, krass, wusste ich gar nicht. Deswegen ist auch GTA zum Glück weniger internetanspruchsvoll als so Spiele wie zum Beispiel COD. Ja. Bei COD, mit dem Internet, was ich hier habe, kannst du komplett vergessen. Ja. Das war ich gerade. Okay, gut, sehr schön. Achso, warte mal, da kommen von hinten welche, ne? Sind der Heini. Okay, da war er. Hier kommen die immer wieder von allen Seiten. Ja. Hab ich noch jemanden? Ha! Hab ich ins Knie geschossen. Aber den habe ich in den Kopf geschossen. Da bist du. Mhm. Mehr Sabine sind es vielleicht gar nicht verkehrt, zusammen zu bleiben. Ja. Das sind aber auch unsinnig viele. Es kommen immer wieder neue mit Bikes angefahren. Ja.
Achtung, ich nehme mal kurz die hier. Achtung. Ja, oh. Mich hast du da. Du musst ein bisschen Abstand. Ja. Oh. Immer noch ein. Man down! Fuck. Achso, hab grad gar nicht. Ach, da bist du. Okay. Vorsicht. Ich spring das Warte, gleich. Warte. So. Okay, wir haben anscheinend trotzdem noch hier irgendwas. Ja, hier sind noch Bikes. Okay, jetzt nicht mehr. Okay, wir können weiter. So. Genau, jetzt haben wir hier diese Pakete, waren glaube ich Koks-Pakete, die wir jetzt hier einsammeln dürfen. Ach so, die Mission ist das. Hm. Warst du das gerade? Das war jetzt wirklich ein Crash. Okay, gut. Ich wusste jetzt nicht genau. Ja, hätte man sich jetzt auch schön rausnehmen können, ne? Okay, der Wagen ist hier praktisch. Was war's, Zivilisten? Nee, das war ein NPC, also einer. Ach so. Ups, das war knapp. Hm. Dann kommt der nächste. Na gut, ich kann hier gar nicht rausschießen. Ui, ja, der hat schon gebrannt. Das war schon mal die Adventskerze. Ja, ja. Ist nur leider nicht so wendig. Nee. Aber dafür kann der richtig gut nach vorne gehen. Das stimmt. Und das ist das Batmobil, oder? Ja, ne? Oder eins davon, ja, Batmobil. Ja, genau, wobei. Der heißt eigentlich hier Vigilante. Mhm. Aber der hat halt Ähnlichkeit mit dem Batmobil. Ach so. Aus dem Film, deswegen, ja. Mhm. Muss ja gestehen, Batman habe ich nie angeguckt. Ich habe den Film ehrlich gesagt auch nie gesehen. Hm. Oder dieses Fahrzeug schon mal irgendwo. Hm. Trailer oder so gesehen. Hm. Okay, ich würde sagen, ich nutze das Fahrzeug jetzt erstmal ja, für genau. uns. Also ja. Mach mal erstmal ein bisschen frei hier. Ja. Ja, da kann man es ja echt vereinfachen. Hm. Nachdem wir so viele Probleme hatten, können wir jetzt auch hier, ne? Und das ist kein Schicken. Ne? Also richtig zielen kannst du mit dem aber leider nicht, ne? Nee, ich kann leider das Ziel nicht wechseln, wie man das bei einem Raketenwerfer. Wow! Hat sich die Rakete bei dir auch gerade ein paar Mal erst noch im Kreis gedreht? Achso, nee, ich hab gerade ganz anderen Kamerawinkel gehabt. Oh, was schade. Ja. Oh, die hat sich gerade so richtig interessant so erst noch im Kreis gedreht, bevor ja. die dann mittig auf den Gegner einstellt. Hab ich so vorher auch noch oh, nicht Mann. Gesehen. Oh Mann. Sollen wir aussteigen? Da haben wir noch einen. An den können wir noch mitnehmen. Der Arme. Obwohl, der hat's überlebt, ne?
Naja. Ach nee, hier unten. Vielleicht nicht mehr. So, warte, hier unten. Zwei nehme ich mit. So, da gehe ich mal kurz in das Labor, weil da haben wir nämlich. Oder willst du ins Labor gehen? Kannst du ruhig gerne machen. Okay. Ganz entspannt. Ich muss sie erstmal weiter vom Hals. Hier kommen ja auch immer wieder neue. Ja, das ist richtig nervig. Jetzt kommen die bestimmt wieder, oder? Finde ich eigentlich ganz cool. Also, ich mag ganz gerne die Action auch mit den NPCs. Achso, waren nur zwei. Okay. Mal dit und dit. Achso. Dann brauchen wir noch zwei. Ach, da unten, warte, beim Boot. Ah, perfekt. So. Genau, dann müssen wir jetzt zum Steg und das ist dieses komische Flugschwimmen. Boot. Ah, ja, ja, stimmt. Willst du fahren oder fliegen? Wollte ich gerade dasselbe fragen. Du kannst ja gerne fliegen. Oh, oh verdammt, warte, müssen wir hier hochkommen irgendwie? Den Dodo, genau, Dodo. Dodo ist ja eigentlich auch ein Vogel, ne? Aber ich glaube, der war ausgestorben, oder? Ja, ich meine auch, dass, dass der nicht allzu intelligente Vogel gewesen ist. Der war flugunfähig, was Mutter Natur sich dabei auch immer gedacht hat. Ja gut, ist ja bei Pinguinen auch der Fall. Das stimmt. Obwohl, die können ja wenigstens schwimmen, ne? Also die sind ja da. Ja, das stimmt. Ach, kannst du schießen? Ja, anscheinend schon. Ich habe nicht mehr allzu viel. Ja. Oh Gott. Ein Glück habe ich hier keinen Champagner, ne? Der wird schon wieder rauskommen, oder? Naja, ungefähr. Oh ja, genau, danke. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben, ich glaube, einmal Champagner getrunken, wenn überhaupt. Aber ich muss sagen, ich habe dafür irgendwie nichts übrig, auch für Sekt. Da trinkst du vielleicht die Hälfte von dem Glas und bist schon komplett fertig mit den Nerven. Ja, das wirkt irgendwie speziell, ne? Ja, ja, das ist irgendwie, du hast dann gleich Kopfschmerzen irgendwie, zumindest ist es bei mir und bei meinen Freundinnen immer gewesen. Da warst du schon fertig und du hast dich mal angefangen zu trinken, sag ich mal. Ja, ich frag mich nur, woran das liegt. Dass die Kohlensäure ist, die das macht? Weiß ich nicht, kannst mir, also. Oder vielleicht ist es da irgend noch was drin im Sekt, das ist halt begünstigt. Aber ich meine, das spart da auch wieder Geld, ne? Aber weiß ich nicht, ob das unbedingt so das Ziel ist, was man erreichen will. Also gerade so Kopfschmerzen so klingt ja nicht so nice. Nee. Achso, warte mal, hätte ich gar nicht aussteigen müssen? Ich glaube, die Mission müsste hiermit beendet sein. Eigentlich ja, genau. Ja, genau. Ja. Ha, perfekt. Knapp 20.000.